Aravanadi, eine geheimnisvolle Insel irgendwo in irgendeinem Meer. Hier lebt der Baron. Von hier aus leitet er seine Geschäfte. Er gilt als einer der reichsten Männer der Welt und er ist ein gewissenloser Geschäftsmann, von dem seine Partner sagen, dass ihn der Schwefelrauch der Hölle umgibt. So hart und so gemein würde er seine Verhandlungen führen. Seine Macht wäre vollkommen, wenn nicht anständige und ehrliche Menschen sein böses Gesicht durchschauen würden. Was ihm also fehlt, ist Freundlichkeit, ist ein Lachen, das scheinbar von Herzen kommt und andere Menschen für sich annimmt. Der Baron glaubt, dieses Lachen bei Tim Thaler gefunden zu haben und setzt nun alles daran, um Tim das Lachen abzukaufen. Das sind 500, 600 Meter. Mehr sind es nicht. Das, immer, kommt einer. Dieser, Tim Thaler, hat ein gutes, brauchbares Lachen. Es wird mir die Sympathien verschaffen, die ich haben will. Haben Sie den Jungen gesehen, Anatol? Wie geplant, ja. Und? Die Seele dieses Jungen ist geradezu widerlich rein. Wie rein? Nicht der leiseste Schatten ist da auszumachen, außer dass ihn der Tod seines Vaters bedrückt. Er ist todunglücklich. Die menschliche Trauer und das Mitleid sind ein genialer Schachzug der anderen Seite. Doch diesmal setzen wir sie genau damit matt, Baron. Sie sollen nicht philosophieren, Anatol. Sie sollen mir das Lachen dieses Jungen verschaffen. Das ist der höchste Punkt der Insel, genau. Ich glaube, 645. Genau, gut gemerkt, mein Schatz. Ja.
aber noch lange nicht der Skywalk Madeira. Aber wir haben schon wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Das, was echt nervt, ist, wieder ein Touristenbus da. Und die rennen sich hier förmlich über den Haufen. Mit irgendeinem Restaurant oben, was wir jetzt nicht weiter besuchen werden. Fahren wir runter, gehen in die Dorfkneipe. Mit der erkauften Freundlichkeit eines Jungen bekomme ich den besseren Teil der Menschen. Ha 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 ha